Na dann, Luigi, ich habe die Aufnahme, die unser Toad dabei hat, dekodiert. Schauen wir uns die Sache mal an. Ja. Nanu, da, dieser Schlüssel, der ähnelt doch frappierend unserem Baumtor, oder? Das scheint, als würde der Buu ihn jenem violetten Geist übergeben. So, jetzt hat. Wir müssen diese Szene gründlich nach Hinweisen absuchen. Mit Hilfe der Bewegungssteuerung kannst du dich umsehen oder mit L bzw. R. Wichtig ist, dass du das Bild ganz genau inspizierst, dann findest du bestimmt etwas, was dir weiterhilft. Mit ZL zoomst du und hinein und heraus, wenn du fertig bist, drück B. Kurios, diese Geisterstadtgattung ist mir bisher noch nicht untergekommen. Wen haben wir denn da? Was tragen die Buus denn da durch die Gegend? Sehr verdächtig. Sieht aus wie Mario. Die kleinen Racker sind ganz außer Rand und Band, ob die Buus daran schuld sind? Das reicht. Der Schlüssel in der Aufnahme, das ist sicher der besondere Schlüssel, den wir suchen. Damit können wir ganz bestimmt das Tor im hohlen Baum öffnen. Die Geister haben den Schlüssel versteckt. Sie wollen uns wohl nicht durch dieses Tor lassen. Damit bleibt uns das Finstermondstück fürs Erste verwehrt. Haha, ganz schön schlau, diese kleinen Schelme. Doch mit einem wachen Geist haben diese losen Laken nicht gerechnet. Voilà, die 3D-Aufnahme zeigt eigentlich das Dachschwimmbad. Dort muss der Schlüssel sein. Finde einen Weg dorthin und schnapp ihn dir ans Werk. Na dann. Dann würde ich sagen, let's go. Ladies and Gentlemen. Alles klar, willkommen zur nächsten Runde. Bin, ich glaube, B4? B4, ja. So, ein bisschen Kohle nehmen wir natürlich wieder mit. Jetzt sind sie aber sparsam hier. Okay. Go in. Oi, es ist so dumm. So, unser Weg ist der hier. Oh, okay, den Gegner, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Würde ich sagen, drehen wir mal die Pumpe ein bisschen auf. Ah. Mal sagen, ab ins Schwimmbad. Hoch mit uns. Soll mal. Wir müssen nochmal runter. Ich habe was verpeilt. I'm so sorry. Ja, können wir jetzt gerade nicht. Also Leute, ihr könnt einmal um hier die einen Edelstein zu holen, müsst ihr quasi den Kopf abschrauben. Seht ihr das? Das Gewinde an ihrem Hals. Toll. Bibi, oder?
Baui! Aber wir haben noch einen, den zeige ich euch aber gleich. Haha, ganz witzig. Hasse Puppen und alles, was damit zu tun hat. Clowns und das, damit kannst du mich jagen, ey. Aber warte mal, man musste, ach ja genau, man musste hier reinschauen, dann hat man den richtigen gesehen. Der grüne da hinten. Alles klar. Ja, genau. Ding, 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 ding. Jetzt reicht's, Jungs. So, euch noch reinkassieren. Oh, jetzt ist hell hier drin. So, wir gehen nochmal runter, sorry. Gibt nämlich noch am Skywalk was zu holen. Gleich hier. Gucken, der hier durchgeht. Da waren doch vorher so diese Rahmen. Achtung, ich fall nicht durch diesen Teppich. Ist ja einfach hier. Die zuschnappen lassen. Gibt's erstmal Health. Da-da-da-da. So muss das sein. Und Janda, sorry, dass ich den anderen zuerst geholt habe. Ich hatte den ein wenig vergessen. Bin ich ehrlich. Ui, schlechtes Wetter hier heute. Ah, wunderbar. Ah, ich liebe diese Luigi's Mansion Games. So, dann einmal hier hoch. Ihr seht's hier. Tür, ne? So. Welcome, welcome. Money, 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 money. So. Dann habt ihr hier einen Buhu, zeige ich euch. Also manchmal stellen wir ein wenig an. Okay, und dann müsst ihr nochmal an das Bild ran. Und jetzt kommt er. Gestatten, Bürokrat. Dieses Anwesen gehört seiner Majestät König Buhu. Verfügen Sie über einen Villenpassierschein A38 samt Rahmenrückkehrerlaubnis? Richtlinienkonform, gestempelt und in doppelter Ausführung? Oh, etwa nicht. Das ist bedauerlich und wird eine Strafe nach sich ziehen. Ah, der deutscheste Buhu, den ihr hier gesehen habt, Digga. Passieren wir ihn gleich mal richtig durch. Triple Shot! Feind mit dir! I do it! Wie, oder? So, das war auf jeden Fall hier der... Aber... Also ihr merkt, das ist hier ein bisschen gruselig. So, lass mal die Puppen tanzen hier, Bre. So, dann habt ihr hier noch mal ein Juwel. Ui. Wunderbar. Ich glaube, wir holen hier alle restlichen übrigens. Und zwei habe ich noch für euch. Mal richtig viele. Ja, ihr seid solche. Ach, wir haben Full Life. Das spielt doch egal. Erst ein bisschen Kohle. Ah ja.
I remember this room. Geil. So, jetzt gibt es erstmal Hütchenspiel, oder? Genau. I remember this. Ganz links. So, Hütchenspiel again. Der in der Mitte ist noch da. Der ist jetzt ganz links, oder? Das sah ein bisschen weird aus, muss ich sagen. And the key! In den Scheinchen. So, ja, wieder interessant. Einmal hier so ein Flugding nehmen. Noch hier ein bisschen Geld holen. Ja, also wie ihr seht, es wuchert hier langsam nach und nach alles zu. So, und wir gehen ein bisschen fliegen. So, dann einmal hier rüber. Einmal hier unsere Lampe benutzen. Rein mit uns. So, it's time trail time. Ist eigentlich relativ simpel. Ihr geht rechts rum als erstes. Wie sie so Pseudo-Stress machen. Man kennt's. You. Baui. Da warst du noch einer, Digi. Und wieder raus mit uns. So, wir können mal hier den da nehmen. Ah ja. Ah ja. So und nicht anders. So, das hat irgendwie nicht so wirklich was gebracht. Wartet mal. Dann muss es eine Möglichkeit geben. Ah ja. Und hier. Ja, genau. Ihr seid schlimm, aber ich konnte es noch saven. Ah ja. There you go. So, jetzt können wir uns durch die Luke hier fallen lassen. Easy.
Komm, Luigi, mal jetzt nicht hier auf Weichei. So, und hinten war noch eine Tür, die wir noch aufsperren können. Creepy, creepy. Das Ganze. Das ist die Tür, von der ich spreche. Oh. Da kriegen wir es jetzt abgenommen. Merci. So, ich habe gehört, ihr wollt den letzten Edelstein. Na, dann holen wir uns den doch. Einmal hier in der Klorolle ziehen. Wowie. And that's all of them. Ja, yeah, den kann ich brauchen. Also kann man immer brauchen. Jetzt noch einen brauch, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Leute, und ihr seht da drüben. Oh ja. Erstmal chillen. Wie so in diesen schlechten Cartoons. Also finde, das Schwimmbad haben wir schon mal erledigt. Okay, den Schlüssel haben wir auch. Da hat er den Köpfer gemacht. Okay, Leute. Okay, erst nochmal im Sack. Ei, ei. Hä? Also manchmal checke ich den Lichtkegel nicht. Ja, alles klar. Funktioniert manchmal einfach nicht. So, jetzt habe ich die. Siu! Oh, da haben wir abgecrappt. Oh nein, dieser Hund! No, no, no. Ach ja. Oh, yellow. Heiliger Hundekuchen, wo kam dieser kleine Streuner denn her? Was noch wichtiger ist, wo ist der hin? Ja, törichtes Tier, Luigi, ich hol dich schnell zurück, ja? Was, yeah? Wir haben's irgendwie verkackt. Mission abgeschlossen.
Ja, nun, unverhofft kommt oft. Wir müssen uns diesen Schlüssel unbedingt zurückschaffen. Doch mein Paraskop scheint den diebischen Winzling nicht orten zu können. Womit lockt man Geister und Hunde nur an? Mit spektralen Hundekeksen? Na, lass mir mal deine Geister ins Gehege. Du hast sogar einen neuen gefangen, oder? Und einige Edelsteine haben wir diesmal eingecashed. Da ging was. Gut, wo waren wir? Ach ja, richtig. Ich sollte ein paar Modifikationen an den Paraskop vornehmen. So finden wir den kleinen Stromer ganz sicher. Etwas Geduld, Luigi. Es wird nicht lang dauern.